Mein Leben war kurz und siegreich, aber mein Tod ist schmerzvoll und ewig. Ich suchte Trost im Reich der Schatten, doch was ich fand, war ewige Finsternis. Im Reich der Schatten gibt es keinen Ruhm mehr. Das Echo meiner Heldentaten dringt nicht bis hierher. Wir alle haben Schmerzen, die wir verstecken, die wir nicht bereit sind, mit der Welt zu teilen. Es ist leicht, sich von äußerlichen Faktoren definieren zu lassen, besonders von den traumatischen. Aber nur, wenn man es zulässt. Ein Gemüt wie das eure kann aus Sorgen Gutes machen. Der ganze Kummer wird euch Kraft geben und euch einen höheren Weg weisen. Ihr müsst an einen Baum denken, wie er um seine Wunden herumwächst. Wenn ein Ast abbricht, hört er nicht auf zu wachsen, sondern regt sich weiter zum Licht. Wir müssen dem Unglück mutig entgegentreten und dürfen nicht dulden, dass es uns Angst macht. Wir müssen die Komödie zu Ende spielen und das Unglück müde machen. Masken sind bewahrter Ausdruck und bewundernswerte Echos des Fühlens. Zugleich wahrheitsgetreu, zurückhaltend und übersteigert. Lebende Wesen, die der Luft ausgesetzt sind, brauchen eine Schutzhaut. Und niemand wirft es der Haut vor, dass sie nicht das Herz ist. Dennoch scheinen es manche Philosophen in Bildern zu verübeln, dass sie nicht die Dinge selbst sind. Und in Worten, dass sie nicht die Gefühle sind. Worte und Bilder gleichen Schalen. Sie sind nicht weniger Bestandteile der Natur, als die Substanzen, die sie umhüllen. Aber sie wenden sich stärker an das Auge und liegen offener zutage. Ich will nicht behaupten, dass die Substanz um der Erscheinung willen, die Gesichter um der Masken willen oder die Leidenschaft um der Dichtung und der Tugend willen da seien. In der Natur entsteht nichts um eines anderen Willen. Alle diese Zustände und Hervorbringungen sind gleichermaßen in das Dasein einbezogen. Wie den Surrealisten später einmal der Traum einer Parallelwelt sein wird, ist für dich die Erinnerung eine jedes Mal komplett neue, zuweilen befremdliche Welt, die an die Wirklichkeit grenzt. In welcher Zeit bin ich denn, fragst du dich? Und wo genau, wenn ich mich eine halbe Stunde lang versenke und an eine, sagen wir, 50 Jahre zurückliegende Begebenheit denke? Bin ich dann stärker hier oder dort? Und was heißt in dem Fall überhaupt dort? Die Vergangenheit ist ein Raum, der, wenn du ihn 2 Wochen später erneut betrittst, schon wieder vollkommen anders schillert. Hätte ich des Himmels gestickte Tuche, durchwirkt von goldenem und silbernem Licht, die blauen und matten und dunklen Tuche von Tag und Nacht und Dämmerlicht, ich breitete dir sie unter die Füße. Doch bin ich arm, hab nur meine Träume. Meine Träume legte ich dir unter die Füße. Tritt sanft auf, du trittst auf meine Träume. Unfähig, deine Gestalt zu erfassen, sehe ich dich überall um mich. Deine Anwesenheit füllt meine Augen mit deiner Liebe. Sie schmeichelt meinem Herzen, denn du bist überall.